Hallo Leute, heute zeige ich euch mal mein Gewächshaus. Ich habe das jetzt schon ein paar Jahre und immer wieder mal ein bisschen verändert. Wichtig ist, dass man drin stehen kann, wie man jetzt so sieht, hoffe ich. Ja, wir haben jetzt Ende Juni und die Tomaten sind schon ungefähr 1,60, 1,70 hier. Eine kleine Pflanze hier, da gibt es auch schon die ersten Früchte. Bei den großen, da fängt das jetzt erst an. Dann die Gurken, mögen das ja auch ganz gern. Radicchio-Salat und Chili. Dann hier sind Paprika. Da entstehen auch schon die ersten. Ja, als Töpfe habe ich Speisfässer und darunter habe ich Schalen, große Schalen. Die Schalen waren doppelt so teuer wie die Speisfässer. Aber ich kann immer schön von unten gießen. Das verhindert, dass sich Pilze bilden auf dem Gebiet, wo keine Pilze sein sollen, nämlich bei dem oberen Teil der Pflanzen. Und unten gieße ich halt immer nach, kommt auch immer ein bisschen Brennnesseljauche mit rein. Das gefällt mir ganz gut so. Und wichtig ist eben, dass man ein Gewächshaus hat, in dem man vernünftig Platz hat zum Stehen, um die Pflanzen zu pflegen, zu gießen und so weiter. Und das, finde ich, ist so ganz gut gelöst. Hier oben, wenn es zu heiß ist, kann ich diese Teile hier anlehnen oder komplett rausnehmen, je nach Temperatur. Auf der anderen Seite ist das genauso. Ja, ich hoffe, euch hat mein kleines Video über mein Gewächshaus gefallen. Bis bald, euer Ralf.